Achtsamer Leben. Ein Schwein in menschlicher Gestalt schiss auf nen Weg im Ökowald. Bald waren Käfer dort zur Stelle, um diese Exkrementenquelle noch vor dem übernächsten Morgen vereint und emsig zu entsorgen. Ein Waldgänger entdeckte sie, bestaunte ihre Energie, doch merkte er auch die Gefahr, in der die ganze Käferschar sich nun befand beim Weg entsorgen, und zwar noch lang, bis übermorgen. Um ihre Tätigkeit zu stützen, ihr Überleben mitzuschützen, umgab er ihren Arbeitsplatz rund um den Exkrementeschatz mit abgesägten alten Resten von abgestorbenen Birkenästen. Wer nun den Weg im Wald betrat, vielleicht befuhr mit seinem Rat, der konnte die Schutzmarkierung sehen und konnte ihr aus dem Wege gehen, konnte seitlich dran vorbeifahren, um sie vor Unheil zu bewahren. Ein Mountainbiker, ein Rasanter, auch sonst als Mensch ein Überspannter, durchraste wie gedopt den Wald. Dass es nun auszuweichen galt, das sah er nicht. Schon gab's einen Knall und einen neuen Unglücksfall. Mit manchen Brüchen an den Knochen lag er da nieder viele Wochen und hatte Zeit, nun nachzudenken, entschied, sein Leben neu zu lenken, in Zukunft Wege zu gewahren, um sie auch achtsam zu befahren. Dieses Gedicht stammt aus meinem Buch »Lasse los, es menschelt, aber hallo« – Lars Locker Gedichte. Es ist 2021 bei Bott Book on Demand erschienen. Lars Locker ist mein alter Ego, zuständig für leichte, gut verständliche und humorvolle Gedichte. Leseproben findet man im Internet bei Bott Book on Demand, Thalia und ausführlicher bei Google Books.